lieber Olaf, ganz herzlichen Dank für diese klaren Botschaften. Aber selbstverständlich sind wir auch hier, um mit dir darüber zu reden, zu diskutieren, Fragen zu stellen. Darum möchte ich jetzt auch gerne bitten, dass entsprechend Fragen gestellt werden, wir ins Gespräch kommen können. Und bevor wir jetzt in die erste Fragerunde gehen, erlauben Sie mir noch, dass ich auch kurz diejenigen vorstelle, die hier mit Olaf oben auf dem Podium sitzen. Ich beginne von mir aus gesehen, von Ihnen aus gesehen ist es links außen, von mir aus gesehen rechts außen. Grüße ich ganz herzlich den Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Stadt Düren von Seiten der SPD, Enner Schmidt. Herzlich willkommen. Ich grüße ebenfalls ganz herzlich unsere Landtagsabgeordnete Lise Koschorek. Und ich begrüße denjenigen, der zu der heutigen Veranstaltung mit eingeladen hat. Und links neben mir, ich hätte beinahe gesagt, wie sich das gehört, Peter Münstermann, den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD im Unterbezirk Düren. Ich freue mich auch, dass sehr viele, die auch etwas mit den Themen, die Olaf Scholz angesprochen hat, zu tun haben, hier sind. Viele Betriebsräte und stellvertretend dafür begrüße ich ganz herzlich den Betriebsratsvorsitzenden von T-Drive. Alle kennen das noch unter den Fochtwerken. Peter Niesen, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir hatten die Gelegenheit, vor dieser Veranstaltung auch mit dir und Olaf über die aktuelle Situation bei T-Drive zu sprechen. Und ich glaube, ich spreche hier für alle, die im Saal sind. Wir drücken dir und den Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich die Daumen, dass es gelingt, in den Gesprächen mit den Investoren eine Lösung zu finden, die am Ende auch die Arbeitsplätze in Düren sichert. Das, was wir tun können, um euch dabei zu unterstützen, lasst es uns wissen, tun wir sicherlich gerne. Wir wünschen euch da wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Glauben Sie mir, dass ich zwei Herren stellvertretend begrüße. Ich freue mich, dass der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit hier in Düren bei uns ist, Herr Küst. Herzlich willkommen. Und wenn ich das so etwas salopp sagen darf, ich begrüße auch ganz herzlich den Chef der AOK hier in Düren, Waldemar Rappke, ganz herzlich.